Wir sind heute wieder unterwegs und zwar in Köln bei einem Fotoshooting mit dem lieben Paul. Den kennen wir schon seit langem, unser ehemaliger Praktikant. Aber jetzt selber Unternehmer und du bringst Leute ins rechte Licht, ne? Genau, das ist dein Job. Kann man so sagen, ja. Was machst du genau? Also im Prinzip, wie du sagst, waren Qualität sichtbar für Leute, die eigentlich was Unsichtbares machen. Also alle, die irgendwie digital arbeiten, die nichts mit ihren Händen machen, was man jetzt irgendwie sieht, so wie Handwerk oder so. Und denen helfen wir, dass sie nach außen halt sichtbar werden, geil sichtbar werden, geile Fotos haben, geile Videos, Imagefilme und so weiter haben. Branding-Fotos. Korrekt. Das Aussagen. Qualitativ hochwertig. Und der Paul hat uns einfach gefragt, hey Jungs, wir haben es lange nicht mehr gesehen. Dann war es ja früher, das ist jetzt glaube ich 2 Jahre her oder so, dass du bei uns warst. Oder fast schon fast 3. Und hat gesagt, hey Jungs, wir haben es lange nicht mehr gesehen, komm, wir machen ein Fotoshooting. Und dann haben wir gedacht, ja okay, warum nicht? Jetzt sind wir hier in Köln. Ihr macht jetzt auch wieder Imagefilm, hat ihr gesagt, ne, am Donnerstag. Ja, wir drehen eine richtig geile Kampagne. Kampagne. Aber wir erzählen das jetzt, aber wir piepen einfach die ganzen Stellen. Genau, aber wir filmen mal seine Reaktion. Das ist am Anfang, wie ein Dude durch die läuft und in so einem Anzug ist so eine dabei und suchst irgendwas und so weiter. Dann siehst du, gibt's so Nachtszenen, dann sieht er vor so eine und so weiter. Genau. Und danach kommt er in so eine rein. Da ist dann eine. So Partikeln, so. Artikeln folgt er so langsam hinten weiter, bis dann die Quelle davon kommt. Und die Quelle ist dann so eine mit so einem Baulig-Logo drauf. Und da komme ich als raus und sag sinngemäß, du hast aber es gibt eine Regel. Geil. Es kommt so baulig. Und die Person, die da so durch die geht, ist das real oder ist das... Ja klar, ist es real. Also wir haben ja mindestens... Einer wird ein Typ durch die... Das ist also eine Produktion auf das ist quasi eine Produktion auf mehreren Kontinenten sozusagen. Also ich bleib nur hier, ich gebe kurz mal eine Stunde in einen Greenscreen rein und dann läuft das schon. Ne? Entweder war es gerade die längste Szene aller Zeiten, wo nur so Piepgeräusche die ganze Zeit vorkommen. Aber ein paar können ja mal raten, was das bedeutet. Das ist eine geile Kampagne, oder? Ja, es ist eine Top-Kampagne. Finde ich super. Approved. Gut, dann bin ich ja froh, dass du das auch top findest. Also die Idee ist gut, ne? Ja, man, das ist immer geil, also auch wenn eure Kampagnen, tatsächlich, wenn eure Kampagnen immer online gehen, auch so die Rap-Videos, wir schauen die uns immer im Office zusammen dann an. Ja? Ja, man, das ist richtig, richtig entertaining auch, richtig geil. So muss das ja sein. Ja. Das ist ja auch handwerklich interessant, fachlich sowieso. Ja, ja, also natürlich, wenn man selbst ja so Filme macht, guckt man eh anders drauf. Nice. Wie viele Leute hast du eigentlich jetzt in den letzten 12 Monaten jetzt in Szene gesetzt? In Szene gesetzt? Sale! Da, auch ab! Nice. Ich glaube, müssten so um die so zwischen 70 und 80 sein. Cool. Ja. Und noch wie viele Ads, also Videofilme, Videokampagnen gedreht oder wie viele Branding-Videos? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube so 12, 13. Ich würde sagen so einer im Monat, weil sie sind natürlich ein bisschen aufwendiger, muss man vorbereiten, planen und so weiter. Ja, ist auch nichts für jeden. Also muss man schon, wenn man so eine richtige Filmproduktion macht, dann muss man schon auch ein bisschen Kleingeld noch haben. Ja, safe. Aber es kommen immer mehr Leute auf den Level, wo das halt Sinn macht, wo sie es auch leisten können. Ja, das merken wir auch so in letzter Zeit, also ohne dass wir jetzt das mehr gepusht haben oder so, kommen eigentlich immer mehr Leute automatisch auf uns zu und fragen es an, weil die halt einfach jetzt auf dem Level sind, wo die halt merken, dass sie es brauchen und wollen. Und ohne dass wir das jetzt irgendwie viel mehr nach außen darstellen, weil wir treten ja nach außen immer für Fotos und so weiter ein, kommen trotzdem immer mehr Leute und sagen, hey, Frontfilm, was können wir machen? Ja, der Markt professionalisiert sich. You're welcome. Die Fotos habe ich extra noch eine Rolli mitgebracht. Oh, nice, die ist geil. Die ziehe ich nie an, weil es eine Day-Justed ist. Ach, das ist doch voll schön. Ich finde die auch schön. Ich finde die auch schön. Mit dem blauen Zifferblatt, das ist richtig schön. Haben wir schon die Zieluhren flexen. Aber ich habe gerade eine OP, ist auch gut. Aber die kann man nicht so gut auf den Sakko anziehen. Ja, die ist ja so sportschnell, so. Ja, für T-Shirts und Polos. Ja, nämlich noch ein Sale. Schön. Seit wir sitzen wieder mehrere Tüten rum. Ja, von Simmel. Soll was sein. Shoutout an Kai von Watchwise, der mir diese schöne Reise... Uhrenbox oder was immer das sein soll. Noch ein Shoutout an Kai von Watchwise. Schick mir bitte auch mal irgend so ein Zeug, bitte. Ich hätte das auch gerne. Ich bin Influencer. Wir haben heute hier verschiedenes Material dabei zum Arbeiten. Ein wichtiges Arbeitsgerät für den Unternehmensberater von heutzutage ist natürlich die obligatorische Rolex. Die haben wir dreimal in der Firma insgesamt. Also der Markus hat die, der Abend hat die, ich habe die. Da gibt es noch eine lustige Story zu. Da werden wir noch bei Zeit, mal irgendwas zu erzählen.
Und die ist auch wunderschön. Auch Listenpreis bekommen, der Markus. Ich habe logischerweise noch eine Daytona dabei. Ist mittlerweile so eine Art auch Alltagsuhr von mir geworden, ne? Muss man sagen. Ich dachte, hier ist Catering. Wo komme ich jetzt hier hin? Normalerweise, wo ich hinkomme, überall Catering. Also normalerweise, wenn ich hier wohin komme, ist überall Catering, ne? Was soll das jetzt hier? Was soll das jetzt hier? Wo ist das Catering? Bei Daniel Slotin gibt es zumindest irgendwelche komischen hier Snickers und so weiter. Auch wenn er immer da am Sparen ist. Aber wenigstens gibt es Wasser, Snickers und Red Bull. Beim Daniel Slotin, wenn der Videos das, macht. Da hat das Budget nicht ganz geil. Der hat das Budget, der hat mit dem Budget, da reden wir jetzt gar nicht drüber beim Daniel Slotin. Jo, okay, wer macht das Stand-in-Double für mich? Bro, du kannst immer eine kleine Tonne mitbringen, egal was du machst. Kleine Tonne geht immer klar. So mit denen wird dann so stark geblitzt, ne? So ein bisschen dunkel hier, das, so die Scheibe. Das sieht ja aus wie bei Peaky Blinders. Krass. So vielleicht so ein bisschen, ne? Die paar Shots würde ich jetzt anfangen. Also das am besten killer. Auch schon jetzt am Anfang einmal mit Anzug und so. Und dann würde ich nachher so entspannter werden vom Outfit her. Ah. Ey Markus, das hier erinnert mich an den Baulig Tower, den wir noch bauen müssen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, so einen eigenen Turm zu haben. Sag mal gerade bitte. Ich muss sagen, die Fähigkeiten haben sich skaliert. Die Fähigkeiten haben sich skaliert. Mhm. Du bist echt besser geworden. Du bist echt gut geworden. Ja, was ist denn? Was habe ich mitbekommen? Der David Aydin, der war beim Mercedes-Händler in Hamburg und da steht einfach ein Auto von uns, was noch nicht ausgeliefert wurde. Guck, das hat er einfach da gesehen. K.O. BC. Ja, und hat selber seins abgeholt. Hier, Salty Brands, Pauli Consulting. So ist das, wenn der eine sein Auto abholt und der andere hat seins schon da stehen. Geil. Ist deins, ne? Hier von unserem Kameramann Daniel. Das ist dein Auto. Seit Jahren. Ja, Mann. Das ist eins von deinen Sakkos, aber das ist anscheinend noch nie getragen worden, weil hier ist noch Plastikschild dran. Ja. Und hier ist noch irgendwie so ein Ding. Aber ich leih mir das jetzt trotzdem aus, weil mir steht es einfach besser als dir. Für dieses schöne Shooting. Hör mal, Junge, wann hast du das, Sakko? Ich hab das keine Ahnung. Ich hatte das bestimmt schon ein Jahr oder so. Ich hab bei mir geschaut. Hat jemand eine Schere? Wusstest du, dass Quentin Tarantino bei seinen Drehs auch immer Sakko trägt? Nee. Deswegen finde ich das richtig geil. Das Branding. Was shooten wir jetzt? Den roten Stuhl? Ja. Das ist gut, weil der rote Stuhl passt zu dem Daytona-Schriftzug auf meiner Uhr. Wie soll ich mich positionieren? Weil Positionierung ist extrem wichtig, Paul. Für den Erfolg. Sag mir, wie ich mich positionieren soll, Paul. Paul, sag mir, wie ich mich positionieren soll. Siehst du, wie das ist, meinen Job jeden Tag zu machen? Andreas, wie muss ich mich positionieren? Andreas, wie muss ich mich positionieren? Paul, sag mir jetzt, wie ich mich positionieren soll. Und hör auf, die ganze Zeit Bilder davon zu machen, wie ich hier rage. Das weitere Beispiel der Positionierung nicht einverstanden, Paul. Repositioniere mich. Wie soll ich mich positionieren? Ist das okay so? Du hast gerade ungefähr 2000 Euro meiner Zeit vernichtet. Ich stehe ganz kurz wieder auf. Warum? Bei wem ist dich ein bisschen rüberrutschen? Kannst du nicht den Raum um mich herum bewegen? Nee, geh nicht. Jetzt der 15. Take dieses Fotos. Paul, bin ich adrett gekleidet? Ist meine Positionierung korrekt? Hey Leute, diese ganzen Ausraster ist natürlich nur gespielt, ne? Um dem Klischee zu entsprechen. Also psst, erzählt das keiner. Es ist wie sonst, ich bin der Erleuchtete. Guck mal hier, hier seht ihr den Multimillionenunternehmer Andreas Baulich, wie eine leckere Pizza isst. Tonno. Andreas liebt seine Tonno-Pizza. Er hat all die Jahre hart gearbeitet, damit er endlich wieder Tonno-Pizza essen darf. So schmeckt der Erfolg. So schmeckt der Erfolg, genau. Da ist ja gar kein Trüffel drauf! Da ist gar kein Trüffel, keine Trüffel auf seiner Pizza, das war eine Frechheit. Ich bin begeistert. Ich finde, du machst das fantastisch. Der Paul, der war ja wirklich lange Zeit
ein gutes halbes Jahr, 9 Monate. Ja, der hat sein Praktikum für, was war das, Bachelor, gell? Bei uns gemacht. Ja, sowas bieten wir heutzutage natürlich nicht mehr an. Nur noch ausnahmsweise, genau. Genau, der Markus hatte damals schon gesehen, dass der Paul extrem gut war im Fotografieren und wollte lernen, wie zur Hölle der das macht. Und da haben wir gesagt, komm, Paul, mach doch dein Bachelor-Praktikum bei uns. Und der Paul hat im Gegenzug dafür unsere Leute auch ausgebildet. Und auf jeden Fall, es freut mich, mit Profis zu arbeiten, denn ich habe ja auch schon zig Leute gehabt, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und ich muss jetzt mal rausstellen, dass der Paul das wirklich sehr, sehr geil macht. Ist einfach richtig gut. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bin nicht so verschwenderisch mit Lob, wie jeder weiß. Ah, jetzt bin ich richtig neidisch, dass ich nicht du bin. Fuck, sieht das geil aus. Das ist genau wie ich sagte. Da kannst du nach dem Foto kannst du direkt die Preise nochmal erhöhen. Geil, oder nicht? Alle geil, ja. Wenn du noch einmal meine Haare berührst, dann ist deine Zeit wirklich abgelaufen. Peace. Haben wir eigentlich einen Content-Part schon für dieses Video? Das ist ein reiner Vlog. Du meinst zu sehen, wie wir das machen? Und dass man es überhaupt machen kann, ist Content genug, ne? Ja, die Bilder machen wir einfach, weil wir noch mehr Dominanz ausdrücken wollen und zeigen wollen, wie genius wir sind und so, ne? Für Ads. Für Instagram. Für Buchcovers unter Umständen, falls man das Buch kommt. Das Übliche. Dominieren. Das sieht sehr, sehr wild aus, wie der Andreas da sitzt. Also. Mir gefällt das richtig gut, hier werden geile Bilder dabei rauskommen. Kommt richtig nice. Was hast du denn bei uns gelernt, Paul? Was war das größte Learning, was du bei uns hattest, als du bei uns gearbeitet hast? Prozesse bauen natürlich, Prozesse bauen, safe. Also einmal sich zu überlegen, warum. Zum Beispiel in meinem Fall jetzt, warum mache ich das Foto halt überhaupt so? Warum steckt das Licht dahin? Das sind ja alles so kleine Prozesse, die im Kopf die ganze Zeit abgehen. Ja. Aber das kannst du halt keinem so einfach beibringen. Aber du kannst halt anfangen, im Prinzip ja, Checklisten oder Gedankenpfade aufzuzeichnen und die dann jemand erklären. Mhm. Und da kann man ja für alles Prozesse machen. Das war so der biggest learning. Nice. Ich bin aufgeregt. Der Paul hat noch ein Geschenk für uns dabei. Bin ich mal gespannt. Kommt es jetzt, oder? Nein, wie geil ist das denn? Oh, ich bin schon hyped. Ich hab schon was gesehen, also das ist das Next Level Shit. Hast du die Augen zu? Mach die Augen zu. So, alright, das heißt Dankeschön für die Unterstützung die letzten Jahre. Dankeschön. Dürfen wir jetzt gucken? Ich glaub, ja, ihr dürft gucken. Okay. Hast du noch ein Geschenk mitgebracht? Was ist es? Markus ist ja der Dirigent. Ja. Deswegen haben wir das Bild ausgewählt, ne, damit halt, man halt sieht, nice. wer dirigiert. Danke, Brudi. Sehr geil. Und dann haben wir noch für Andreas was. Was ist das denn? Super geil. Ich würde sagen, das ist die Eingangshalle oder so weiter beim Office. Ja, genau. Geil. Könnt ihr euch aufhängen. Richtig gut. Weil ihr seid hier die Könige, deswegen. Dankeschön. So, das war unser Shooting heute mit dem Paul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will mein Business skalieren, ich will mein Business weiter ausbauen, dann geh jetzt auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein. Für ein kostenloses Erstgespräch, dann helfen wir dir dabei, eben dein Geschäft weiter zu systematisieren oder überhaupt erstmal ein richtiges Angebot zu finden, was deine Interessenten kaufen wollen und ja, unterstützen dich dabei. Einfach auf www.andreasbaulig.de gehen und dich eintragen für ein Gespräch oder schreib uns einfach auf Instagram. Ja, wir machen unsere Profile selbst, Andreas und ich, und können deine Fragen klären. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.